haben Carsten Janker gesehen, er hat das Führungstor erzielt in der dritten Minute, nachdem hier Kübauer dann die Flanke hereinschlägt. Wir sehen einmal mehr, dass das Mattersburger Kombinationsspiel relativ einfach geht und dann ein Missverständnis da ist zwischen Tokic und Helge Payer. Ja, absoluter Missverständnis, der Helge wartet am Tokic. Da sieht man es nochmal, die Flanken ist sehr gut, über den Tokic drüber, schlechtes Stellungsspiel von Tokic, schlechtes Stellungsspiel von Helge Payer. Der Tokic möchte, dass Helge Payer alles rettet, der Helge Payer wollte, dass der Tokic alles rettet und genau so passieren die Tore, ist kein Fall an den Tormann. Sehr guter Kopfball vom Carsten Janker. Beide müssen sich das Tor teilen, der Helge ist schuld und auch der Tokic. Nicht die einzige Unsicherheit in der Rapid-Defensive, wollen wir aber zunächst noch eine andere Meinung zu dieser ersten Spielhälfte und zu weiteren Dingen in der österreichischen Fußballszene hören vom Bundesliga-Präsidenten Martin Bucher bei Jörg Kühne. Und auch Mattersburg-Obmann Carsten Janker, gut zwei Minuten Martin Bucher, und der trifft gegen Rapid, gibt es auch in dieser Saison diese Sommermärchen noch. Ich kann mich erinnern, dass Carsten Janker hier auf diesem Platz beim Cup-Doppel 95 das erste Bewerbstor für Rapid seinerzeit gemacht hat. Und es freut mich für ihn, dass ihm das heute gelungen ist. Ich glaube, wir erleben hier ein tolles Spiel. Es ist Werbung für den Fußball, praktisch fast ausverkauftes Haus. Vier Tore, wobei ich natürlich schon sagen muss, wir sind heute ein bisschen Geschenksgeber. Das 2-2 war, glaube ich, der wäre rausgegangen, aber egal. Es ist ein wirklich tolles Spiel und Werbung für den Fußball. Gute Kulisse, Sie sprechen es ja an. Das nächste Heimspiel findet gegen Sturm Graz statt, das übernächste aber dann gegen Aktiobe. Gute Kulisse, aber so richtig Stimmung machen heute doch mehrheitlich die Rapid-Fans. Ja, ich glaube, das weiß man in ganz Österreich, dass 12, 14, 1500 Rapid-Fans ganz einfach über Jahrzehnte in ihrer Fankultur gewachsen sind und geschlossen sind und auch im Auftreten und auch in den Gesängen. Ich glaube, da sind sie ganz klar die Nummer 1 in Österreich. Und unsere Fans sind erst ein paar Jahre in der Bundesliga und bei uns ist es ja etwas anders. Hier kommen sehr viele Familien, sehr viele Frauen, sehr viele Homies. Also da kann das sich vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen entwickeln, aber nicht so wie bei Rapid. Das muss man zugeben. Es ist ja auch immer sehr, sehr nett in Mattersburg, gebe ich ja zu. Wo kann man denn die Mattersburger in dieser Saison sportlich einordnen? Ich habe da sehr, sehr viele Meinungen gehört. Manche sprechen von Platz 3, Platz 4. Andere sagen wieder, die brechen heuer noch ein. Einbrechen werden wir sicher nicht. Das ist eine gewachsene Mannschaft. In Mattersburg ist das der Begriff Kontinuität kein Fremdwort, sondern die Kontinuität haben wir immer gelebt. Und wenn man heuer die Transfers ansieht, dann haben wir zwei junge Burschen geholt und einen Ausländer, aber immerhin drei Ausländer hergegeben. Und ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Faktum ist, das war immer unser Weg und jetzt haben wir eine tolle Mannschaft und jetzt wollen wir auch die Früchte ernten. Und ich glaube, wir können durchaus vorne eine ähnliche Rolle spielen wie voriges Jahr. Es wird natürlich schwieriger, weil die beiden Wiener Großclubs heuer stärker sein werden, was sie einen angestammten Platz auch letztendlich ausmachen wird. Aber man sieht, die Meisterschaft hatte schon einige Überraschungen gehabt. Ja, merkt man heute auch nicht unbedingt. Themenwechsel, Martin Bucher, jetzt kommt Frank Stronach wieder mit seiner Tiger-Team-Idee daher. Sie haben sich ja bisher nicht so wirklich positiv darüber geäußert. Warum sagen Sie zu dieser Idee wieder zurück in den Tank? Ja, ganz einfach. Ich kenne Frank Stronach sehr gut und ich weiß, dass er es mit dem Fußball immer sehr ehrlich gemeint hat und wirklich helfen will. Aber er hatte diese Idee schon 2004 und das war damals eine sehr offene und auf breiter Basis getragene Diskussion innerhalb der Liga, wo es ganz einfach eine klare Mehrheit dagegen gab. Aber positiv muss man hier betonen und darauf verweisen, dass diese damalige Diskussion dazu geführt hat, dass wir letztendlich innerhalb von 6 Wochen den Österreicher Topf kreiert haben und den damals immerhin einstimmig beschlossen haben, also auch mit der Stimme von Frank Stronach. Und ich glaube, wenn man das vor 3 Jahren gemacht hat und jetzt ist man immerhin bei einem Anteil von 60% Österreichern, das bedeutet, von 11 Spielern haben in der vorigen Saison durchschnittlich 6,5 Österreicher gespielt, dann sind viele Wortmeldungen in den letzten Wochen nicht verständlich. Denn wenn man nicht einmal weiß, dass jetzt schon nur mehr 7 Ausländer am Blankett sein dürfen, wenn man an der Verteilung daran teilnehmen will, dann sollte man das etwas nachlesen, denn wir haben damals jedes Jahr einen Österreicher mehr am Blankett vorgeschrieben, um an der Verteilung teilzunehmen. Damals war es 10-8 zugunsten der Österreicher, jetzt ist es 11-7 für die Österreicher. Ergo dessen spielen von vornherein immer 4 und wenn ich mir die heutige Meisterschaft anschaue, dann sehe ich durchaus, dass 7-8 durchschnittlich Österreicher in den Mannschaften spielen und ich glaube, man soll Gutes weiterentwickeln und vielleicht noch ergänzen und flankierend noch etwas verändern, aber nicht alle 3 Jahre versuchen, das Rad neu zu erfinden. Und noch einmal abschließen. Frank Stronach hat das in Wahrheit damals mit seinem Tigers-Team ausgelöst und ich glaube, das war einer der interessantesten Beschlüsse und zukunftsweisendsten Beschlüsse im österreichischen Fußball überhaupt, denn man darf nicht vergessen,
Alle unter 21-Jährigen zählen doppelt bei dieser ganzen Verrechnung. Und ich glaube, wenn sich das Ausland, ein Michael van Praag von Holland, 14 Jahre Präsident von Ajax, immerhin 89 bis 2003, hat sich bei mir hier bei der Stadionkommissionierung für die UEFA fünfmal, sechsmal nach den Österreicher Top erkundigt, weil dieses positive Anreizsystem der einzigste Weg ist, beim geltenden Arbeitsrecht in der EU, das wir nicht gemacht haben, hier, etwas dagegen zu steuern. Und da sind wir in Österreich durchaus weit. Auch die deutsche Bundesliga interessiert sich für den Österreicher Top. Habe ich bei Leverkusen erlebt. Okay. Aber gut, lassen wir es. Ja. Ja, lassen wir es, ein Thema, über das Sie, Martin Buch, jedenfalls sehr, sehr gerne reden, habe ich gehört. Vielen Dank für das Gespräch. Martin Kornert, wie viele Highlights sind noch übrig? Halbzeit auf unserer Kurzanleitung zur Erfindung von Geld. Schritt 4. Werde zum Lokalkaiser. Martin Pucher verschafft sich mit Fußball großen Einfluss in der Region. Ab 1988 ist er Obmann des Sportvereins Mattersburg. Und unter seiner Führung geht es mit dem Verein bergauf. Neben der Kommerzialbank ist der Sport sein Herzensprojekt. Am Fußballplatz scheint er in seinem Element. Der haut ihm da ganz locker aus, der Horvath. Ja, der springt zurück, wenn er mir nichts über die Bande drüber hat, dauert es länger. Und von da ist die Situation, der spielt dann rein, der Kühlbauer rennt so zurück, alle schauen und er da ist. Auch der Fußballnachwuchs wird gefördert. In Mattersburg entsteht 2008 eine Fußballakademie. Miteigentümer ist der SV Mattersburg, dessen Vorstand Martin Pucher. Wir sind ein Verein, der immer schon auf junge Burgenländer gesetzt hat. Und es ist daher wirklich erfreulich, dass hier in langen Gesprächen, man kann sie als über mehrere Jahre bezeichnen, gelungen ist, hier die beste Ausbildungsmöglichkeit rundum, nämlich Schule, Fußball und auch Unterbringung und Betreuung, gelingt für die Zukunft. 2003, der wohl größte Triumph für den SV Mattersburg, der Aufstieg in die Bundesliga. Der Fußballclub kann Spieler wie Carsten Janker, Didi Kübauer oder den späteren EM-Spieler Christian Fuchs verpflichten. Zu den Spielen kommen Zuschauer aus dem ganzen Land. Für viele Menschen aus der Region ist der SV Mattersburg ein Stück Identität. Das Aushängeschild fürs Burgenland, der Fußballverein in der Bundesliga. Es war zwar immer mit gemischten Gefühlen, weil es ist ja nur ein Dorfverein, aber es war ein familiärer Dorfverein, wo jeder jeden gekannt hat, wo jeder jedem geholfen hat, wenn es irgendwie möglich war. Einfach der Zusammenhalt, den es bei den Großclubs so nicht gibt. Das war so eine schöne, fantastische Zeit, wo wirklich viele Menschen auch ehrenamtlich mitgearbeitet haben, wirklich das ganze Herzblut dort reingesteckt haben. Wir als Spieler haben wirklich die besten Rahmenbedingungen bekommen, damit wir eigentlich unseren Beruf ausüben können. Er hat wirklich geschaut, dass es jedem im Verein gut geht, dass jeder zufrieden ist, dass jeder eigentlich in einem Umfeld arbeiten kann, wo er sein Bestes abrufen kann. Der Verein hat eigentlich so funktionieren können, weil er nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch Leidenschaft und Emotionen da reingebracht hat. 2005 tritt Martin Pucher sogar Frank Stronachs Nachfolge als Bundesliga-Präsident an. Auch die weniger fußballaffinen Menschen hat es auf den Fußballplatz gezogen, weil das war in Mattersburg eigentlich der gesellschaftliche Treffpunkt, wenn nicht sogar vielleicht fürs ganze Burgenland. Ja, was vielleicht dieses Ballflachhalten auch im Vergleich zum Last Martin Pucher, das Mattersburg schon vorzeitig jetzt in die Bundesliga gebracht hat? Die uns kennen, die mich kennen, wissen, dass wir nicht große Ansagen machen, sondern dass wir immer versuchen, den Ball flach zu halten. Wir haben ihn ganze Saison flach gehalten und das freut einen dann schon, wenn man doch vorzeitig das Ganze schafft. Sie sind einmal schon in dieser Saison, gar nicht lange her, emotional geworden. Wie emotional sind Sie denn jetzt? Jetzt bin ich überhaupt nicht emotional. Das merke ich. Ich habe, wenn ich da zurückdenke an 2003, wie wir das erste Mal aufgestiegen sind und damals das Burgenland ausgehungert war vom Profifußball, da habe ich wahrscheinlich mit jeder Faser meines Körpers Euphorie verspürt. Heute verspüre ich Demut, so wie auch im Abstiegsjahr 2013. Weil wir haben die letzte, vor allem das vorige Jahr, aber auch das Abstiegsjahr, wenn man so blöd absteigt, wie wir abgestiegen sind, zu Beginn des Spiels waren wir Siebter, am Schluss waren wir Letzter. Da ist alles gegen uns gelaufen und da musste ich mich auch
sozusagen fangen und letztendlich das Hirn einschalten und es zur Kenntnis nehmen. Und jetzt fällt es mir viel leichter, hier auch demütig zu sein, denn das Leben ist keine Einbahnstraße in den Garten Eden. Es gibt in allen Bereichen ein Auf und ein Ab, so auch im Fußball. Brauchen wir nur an Dortmund heuer denken und dergleichen. Ja, eineinhalb Jahre vorher Champions League-Finale und dann heuer fast solchen Saison. Wir sind aufgestiegen, das freut uns. Und wir freuen uns, wieder in der Bundesliga zu sein. Was ist denn hauptausschlaggebend dafür? Ich glaube, dass wir ein sehr erdiger Verein sind. Und Spieler, die zu uns kommen, merken das sehr schnell, dass hier ehrliche, konsequente Arbeit gemacht wird. Und wenn das dann sozusagen ineinander übergeht, dann sind wir auch zu diesen Leistungen fähig. Wir haben ein starkes Jahr hinter uns. Wir haben sehr, sehr starke Spiele abgeliefert, schon im Herbst, auch im Frühjahr. Und daher will ich mich bei der Gelegenheit bei der Mannschaft bedanken, beim Trainer bedanken, beim Trainerteam bedanken. Es ist gut für den ganzen Verein, es ist gut für die Mannschaft, aber auch für die Fans. Denn letztendlich haben die auch eine Höllenfahrt hinter sich. Was können wir denn erwarten von Mattersburg nächste Saison? Wir wissen, wie es in jüngerer Vergangenheit Admira gegangen ist. Wolfsberg, Grödig, heuer Altach. Gilt das Gleiche. Wir halten den Ball flach. Natürlich als Aufsteiger will man nicht sofort wieder absteigen. Wir haben eine starke Mannschaft, wir haben eine relativ sehr junge Mannschaft. Wir haben auch ganz wenige Legionäre. Also soviel ich weiß, sind zwei Legionäre im Kader. Das lässt sich auch ansehen und hier gibt es durchaus Potenzial noch für den einen oder anderen sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, auf das kann man aufbauen und da freue ich mich schon auf Duelle wieder gegen Rapid oder gegen Austria oder Sturm Graz. Ja. Das Wichtigste am Ende, Martin Bucher, wann wird denn jetzt dann endlich die Rasenheizung hier eingebaut? Ja, zum Glück ist das heuer noch nicht Pflicht. Es ist erst Pflicht ab 16. Da wird man sich dann noch unterhalten dürfen mit der lokalen und der Landespolitik. Aber ich sehe dem auch sehr, sehr optimistisch entgegen. Denn wir haben ja auch viele Jahre hier bewiesen, dass wir vernünftig wirtschaften. Und jetzt sind Sie fast emotional geworden. Schon wieder. Ich gratuliere Ihnen herzlichst zum Aufstieg. Wir sehen uns nächste Saison in der Bundesliga, Martin Bucher. Vielen Dank. Was neben den Erfolgen bemerkenswert ist, das Jahresbudget des SV Mattersburg. Abgesehen von den großen Clubs Red Bull Salzburg, Rapid, Austria Wien, Sturm Graz und dem LASK hat kein anderer österreichischer Verein so viel Geld wie der SV Mattersburg. In manchen Jahren waren es rund 11 Millionen Euro. Man könnte sich heute fragen, wie ist der Verein zu so viel Geld gekommen? Martin Pucher hat den Wohlstand des Clubs mitunter durch gute Ticketverkäufe argumentiert. Wirtschaftlich ist es ein sensationelles Jahr gewesen. Wir hatten jetzt in diesen 11 Heimspielen rund 2700 Zuschauer pro Heimspiel, Zahlende, sodass das mit der Relegation, wo wir über 8000 hatten, an die 5, 6, 37.000 zahlende Zuschauer brachte. Doch die Bilanzen des Vereins zeichnen ein anderes Bild, vor allem kurz vor dem Bankencrash. Knapp die Hälfte der Jahresbudgets waren Sponsorengelder. Die angeblichen Großspender, Dachdecker, Spengler oder Baumärkte, die mit hohen Beträgen gesponsert haben sollen. Heute nimmt man an, dass Geld womöglich auch aus der Kommerzialbank kam. Angenommen, ein Unternehmer sponsert den SV mit 100.000 Euro. Doch Martin Pucher gibt an, es wären 500.000 gewesen. Das tatsächliche Sponsorengeld stockte also um 400.000 Euro auf. Und zwar mit Geld aus der Bank. Der SV soll davon nichts gewusst haben. Um das 400.000-Euro-Loch in der Bank zu verschleiern, werden Kredite erfunden. Dadurch stimmt die Bilanz wieder, denn das Geld hat die Bank angeblich ja nur verborgt. Meisterteller nicht aus Glas, der muss mehr aushalten. Ist ja ein Wanderpokal, der nach jeder Saison an den neuen Meister weitergegeben wird. 60 cm im Durchmesser, 5 Kilo schwer, massives Messing mit vergoldeten Lorbeerblättern, den Wappen der Bundesländer und einer Gravur aller Meisterteams aller Saison. Und jetzt ist es gleich soweit. Gleich wandert er in die Hände des Rapid-Kapitäns. Zum 32. Mal in der Vereinsgeschichte. Und nach 20 Jahren wieder einmal hier im eigenen Stadion 1988.
konnte das zuletzt passieren. So, jetzt ist es soweit. Der Teller gehört Rapid. Steffen Hofmann im Siegesrausch und Champagnerregen. Rapid ist Meister 2007-2008. Schattendorf in der Nähe von Mattersburg. Hier wohnt Herbert Schäffberger, mittlerweile pensionierter Personalchef der Raiffeisen Landesbank Burgenland. Dass in Puchers Kommerzialbank etwas faul war, verwundert ihn nicht. Anfänglich als Freund, später solle ihm Martin Pucher, so Herr Schäffberger, die Feindschaft angeboten haben, weil er im Ort zu laut fragte, ob in der Kommerzialbank alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe ihn kennengelernt, wie ich Geschäftsleiter in der Raiffeisenbank in Schattendorf war und er Geschäftsleiter in Zehmendorf war. Und ja, da haben wir halt hier und da so Bezirkssitzungen gehabt und da sind wir uns halt näher gekommen. Natürlich auch über den Fußball, beide sind wir Rapid-Anhänger, ordentliche. Und da war ich sehr, relativ viel mit ihm beieinander. Wobei es immer eine einseitige Kommunikation war, weil geredet hat eigentlich nur er immer. Und ich habe dort zugehört und haben also diese Ruhmesdaten, diese jährlichen Zuwächse, die er da geschafft hat und diese positiven Geschäftsentwicklungen angehört. Revisor war ich keiner, dass ich das prüfen hätte können, ob das stimmt, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. Die Burgenländer haben eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. In der Meisterschaft fast bis zum Ende in den Abstiegskampf verwickelt, im Cup dafür bis ins Finale vorgedrungen. Die Devise über den Sommer hieß gesund schrumpfen. Wir haben unseren Kader sicher qualitativ verstärkt. Wir haben ihn von der Anzahl her reduziert. Der Trainer gibt als Minimalziel für die neue Saison Platz 5 vor. Aber eigentlich erhoffen sich die Burgenländer mehr. Gerade deshalb sind an die Neuen auch hohe Erwartungen gebunden. Ich hoffe, dass Sedlowski unsere Abwehr stabilisiert, Holenak im Mittelfeld die Arbeit verrichtet, die man ihm zuträgt. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu diesem Tor. Das ist jetzt also das ist ein Pfosten, meine Damen und Herren, dass ihr das sehen, auch für den Druckgeschütz. Wenn er jetzt da neben mir steht, also ich bin ja auch ein bisschen ein Pfosten, aber ich bin nur ein kleiner. Und das ist ein richtiger Pfosten. Carsten Janka, also der Hans Gank hat sich vor dem Spiel schon gelobt. Dann kam die dritte Minute der Führungstreffer und dann das gesamte Spiel, eine beachtenswerte Leistung von Ihnen. Überglücklich, dass es am Ende der Sieg geworden ist. Ja, erstmal danke für das Kompliment. Aber wir haben uns natürlich selber schwer gemacht. Ich hätte, glaube ich, schon das ein oder andere Tor hätte ich noch machen müssen. Aber zum Glück haben wir dann zum Ende gut gestanden und das Ding nach Hause gefahren. Ja, wir haben auch noch mehrere Möglichkeiten von Ihnen, die wir uns ansehen können. Das Tor haben wir schon gesehen. Ist das Einzige, was wir heute bei den Mattersburgern tatsächlich bemängeln müssen, die Chancenverwertung? Thomas Wagner, aber auch Sie. Wir sehen die zwei Szenen aus der zweiten Spielhälfte. Ja, den muss man natürlich anziehen. Aber gut, der war ein bisschen schwer. Ich rede jetzt von dem Kopfball an die Latte und in der 45. Minute, wo ich frei vorm Helge Bayer bin, da musste ich mindestens eins machen. Das war also diese Szene, die Sie in der kurzen Ecke noch den Ball erwischt haben, beinahe ein Tor. Da kann ich nicht viel machen. Also der Jirsch ist hinter mir dran, also da ist schon... Das war auch Pfosten, also insofern, da sind wir wieder beim Begriff Pfosten, in dem Fall war es aber das Aluminium. Das und dann, war sogar schwer und das hat er sehr schick. Ja, und dann sehen wir diese Szene 4 Minuten später, der Lattenkopfball. Ja. Ich hätte ihn gerne reingemacht, dann wäre, glaube ich, das Spiel ein bisschen für uns ein bisschen ruhiger zum Schluss geblieben. Ich weiß, was ich machen muss. Sollte nicht sein, hebe ich mir für den nächsten Spiel auf. Auch denkbar, die Kommerzialbank vergibt Kredite an befreundete Unternehmer, deren Firmen nicht mehr kreditwürdig waren. Dafür sponsern sie den Fußballverein mit einem Teil des Geldes. In den SV flossen so angeblich 40 Millionen Euro. So kann sich der Verein gute Spieler, Trainer und Siege leisten. Also ich glaube, dass das eine sehr große Bedeutung gehabt hat für die Region, wenn man schaut, was für Unternehmen da noch beteiligt waren. Also allein schon von der Gastronomie, die ganze Kommunalsteuer, die Arbeitsplätze, was dran gehängt sind. Also wirtschaftlich war das sicher für die Region eine Bereicherung. Es hat sich, glaube ich, jeder gedacht, dass diese Verbindung Sportverein, Kommerzialbank mit Sponsoring, dass das vielleicht nicht alles, wie soll ich sagen, nicht hundertprozentig klar läuft. Ja, und dass man sich vielleicht mit gewissen steuerschonenden Maßnahmen da irgendwie sich drüber gehandelt hat.
In Wirklichkeit hat die Commerzialbank jährlich rund 30 Millionen Euro Minus gemacht. Martin Pucher weiß, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht. 2002 hat er Ideen, wie er das finanzielle Fiasko vielleicht doch noch abwenden kann. Er investiert mehr als 17 Millionen Euro in angeblich revolutionäre Umweltpatente. Seine große Hoffnung, durch etwa Ölbinder und Energiespeicher enorme Gewinne zu machen, die Schulden der Bank abdecken würden. Man hat sich eben in solchen Situationen dann immer an eine Art Strohhalm noch geklammert. Ja? Und man hat halt immer gehofft. Ja? Vielleicht war es kein Glaube mehr, aber es war eine Art Hoffnung. Und zum Schluss war es eine ganz kleine Hoffnung. Alles könnte noch irgendwie gut oder zumindest besser ausgehen, wenn hier noch eine positive Entwicklung passiert. Das sind so Dinge, so Strohhalme und auf die du hingreifst, wenn du in der Rue de la Gaque bist. Und dann glauben sie, in irgendwas das Allheilmittel zu finden. Das ist von Haus aus klar, dass das nicht gut geht. Die Umweltpatente waren kein Erfolg. Doch das lässt sich Martin Pucher nicht anmerken. In seinem VIP-Club im Stadion lädt er Fußballfans aller Berufsstände zum Feiern. Vom Politiker bis zum Pfarrer. Er versteht es, die richtigen Leute um sich zu scharen. Und er wählt auch die passenden Personen für seinen Aufsichtsrat. Denn so sah das Aufsichtsratsteam der Commerzialbank zuletzt aus. Etwa ein Gastwirt, 5 Landwirte, 2 Pensionisten und ein Dachdeckermeister. Fünftens, halte Ebenbürtige fern. Natürlich hat da auch jeder Aufsichtsrat geschaut, dass da halt für seinen Verein, für sein Dorf irgendwas auch herauskommt. Der Aufsichtsrat ist zu kritisieren, das ist ein Faktum. Man wird sich aber, glaube ich, viel mehr die Frage stellen müssen, waren diese Personen ausreichend qualifiziert? Ja, sollte man sich für die Zukunft nicht wirklich überlegen, Aufsichtsräte der Banken viel bewusster zu besetzen, mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Gebieten? Man, das ist ja nicht so, dass wir im Aufsichtsrat genau überprüfen müssen, welche Geschäfte der Vorstand macht, sondern wir sind in erster Linie verantwortlich, dass wir den Vorstand einsetzen. Der war gegeben von Anfang an. Einer der Aufsichtsräte erklärte dazu, ja, wenn's nichts in die Hand kriegst, kannst nichts sagen. Deswegen gibt es ja auch den Wirtschaftsprüfer. Und das wäre eigentlich das Sicherheitsnetz gewesen. Also wenn der Wirtschaftsprüfer wirklich das nur übersehen hat und selbst Opfer des Betrugs wurde, so wie das von der Gesellschaft des Wirtschaftsprüfers auch dargestellt wird, dann war das äußerst frech und äußerst mutig. Also das ist dann Hollywood-Drehbuchreif, was hier passiert ist. Wenn natürlich die Wirtschaftsprüfung Gesellschaft selber auch mitgespielt haben sollte, wofür ich kein Indiz habe, aber was man natürlich nicht ausschließen kann, dann war es schon ein guter Betrug, aber nicht so spektakulär.